So, meine Leute, willkommen wieder zurück zur neuen Folge von Another Brick in the Mall. Jetzt, wo das Spiel extrem viel Spaß macht langsam, also es ist wieder so ein Spiel, wo man sagt nach einer Zeit so, geil, ist es geil. Sag ich jetzt mal, mein Auge juckt, das ist schrecklich. Das sage ich mal nicht. Wir sind jetzt, um Kleidung zu verkaufen. Jetzt haben wir vier Leute in jeder Schicht in den Kassen. Wir arbeiten 6 Stunden ungefähr. Sonst muss ich das Ding noch länger offen halten, um mehr einzunehmen. Aber das hoffe ich mal nicht. Wenn, dann machen wir es so, dann gehen wir eben auf eine 7-Stunden-Schicht und machen 2 Stunden länger auf. Das sind wir bei 20 Uhr. Oh, und jetzt müssten wir langsam das mal dann erreicht haben. Vor allem die Sache ist, es können auch Diebstähle passieren hier. Dass jetzt am Anfang vielleicht Diebstähle passieren, bezweifle ich zwar sehr, aber es kann ja immer wieder was passieren. Wir sind jetzt bei 6000 auf immer plus. Warum das? Ach so, ja. Das ist natürlich geil. Dann warte mal kurz. Forschung beendet. Dann mach mal Kühlkette als nächstes. Oder chemischer Lieferant. Tiefkühl können wir nicht. Dann mach mal Kühlkette. So. Also es gibt ja wirklich sehr vieles hier. Restaurant könnte man, glaube ich, auch schon. Aber wir machen jetzt zuweisen. Und zwar Produkte. Und da kommen nämlich hier jetzt die ganzen Sachen hin, die man irgendwie anhängen kann. Die sind zum Beispiel... Ach so, das kommt ja natürlich auch noch dazu. Aber wo kommt die rein? Bauen Objekte, Geschäftsregal. 1, 2, 3. So. Zuweisen. Damenschuhe. Ach so, nee. Muss ich erstmal Play machen. Muss es ja hinbauen. So. Damenschuhe. Herrenschuhe. Ah, hier ist frisches Brot. Das habe ich, glaube ich, auch. Habe ich das? Ich weiß es nicht. T-Shirts. Hosen. Kleider. Hemden, Jacken. Oh, hier haben wir auch noch Mäntel. Ja, die müssen natürlich auch am besten eingehangen werden. Mäntel. Herrenunterwäsche, Damenunterwäsche. Okay, das heißt, eh noch ein Tisch. Dann brauchen wir noch einen Tisch dazu. Oder ein Regal so. Die Damenunterwäsche. Und das war's jetzt erstmal. Okay. Das müsste aber heißen, die Sachen, Gewinnspanne 200, das bedeutet, weil die Qualitätsstufe 2 ist. Und zwar, was das genau heißt, Qualitätsstufe 2. Können wir mal hier gucken. Und zwar Lebensmittel nicht, sondern Bekleidung. Okay, sieht man hier nicht. Gut, okay, dann eben nicht. Aber jetzt müsste es eigentlich ein bisschen mehr laufen. Wir gucken mal kurz. Geschäfts... Ja, es ist eine kurze Öffnungszeit für das Geschäft. Hier gibt es ja auch noch nicht viel. Der muss zwar jetzt jedes Mal über die Straße rennen und alles ein bisschen einsortieren, aber das ist mir jetzt gerade relativ schnurzpiepegal. So, wir nehmen viel mehr ein, das ist sehr gut. Also die vier Kassen lohnen sich, glaube ich. Die drüben, das bringt kein Geld ein. Aber ich würde mal sagen, die vier Kassen lohnen sich. Ach, hier drüben können wir ja auch noch zuweisen. Was machen wir da Schönes? Wir machen hier die Mäntel rein, die Jacken und die Hosen.
So. Da haben wir noch was hingemacht, das passt. Ja, die müssen jetzt alles nach und nach nochmal auffüllen, damit wir demnächst auch wieder Geld bekommen. Nice. Und die bringen aber auch nie so was richtig ein. Naja, gut, dann ist es so. Die Sachen am offen, außer der hier, der macht das spät auf. Ist erstmal so ein. Ist ja sowieso unser Probeladen hier erstmal. Wir haben ja, wie gesagt, hier auch noch kein Lager, das sieht man ja. Aber was wir vielleicht machen könnten, damit das schneller geht, könnte man eine Personaltür hier reinbauen. Dann ist er vielleicht schneller drüben. Auch wenn er trotzdem so weit hinterlaufen muss. Aber das geht, glaube ich, vollkommen klar. Weil die haben jetzt schon wieso wieder geschlossen. Nehmen die überhaupt was ein in dem Laden? Also Geschäft hier, naja. Ein Verkauf, geil. Also wenig Verkauf. So, wir sehen das Geschäft 5, das macht gerade nicht so viel. Plus. Hauptkategorie. Okay, das sind noch extra einzelne Kategorien, also Bekleidung. Achso, Hauptprodukt. Achso, okay. Gut, was sagt denn eigentlich Geschäft 1? Also Hauptkategorie sind Lebensmittel hier drinne, Süßigkeiten, Hauptprodukt. Okay. Und Gewinn, naja, könnte man eigentlich schon sich ein bisschen mehr erwarten. Das Geschäft hat jetzt aber bis 20 Uhr offen. So. Warum war noch nicht da gewesen, gerade eben? Also wir haben einen durchgehenden Strich. Vielleicht nur einmal passiert. Geschäft 1 wollen wir mal. Oh, Kassierer. Jetzt alle auf 7 Stunden umstellen. So, jetzt haben wir von 6 bis 22 Uhr offen, so dass auch mal die Spätschichtler nochmal einkaufen gehen können. Aber dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Lagerist, weil die Lageristen sonst nicht hinterherkommen. Wir stellen noch einen Lagerist ein, der natürlich Tempo haben soll. Das ist so ein super Typ hier. 8 Stunden soll er arbeiten. So, dann ist nämlich eigentlich durchgehend jemand hier und kann. Ja gut, ob das gut ist, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, der beginnt. Hier, also da ist eine kurze Stunde, kurze Zeit dazwischen. Weil zur Hauptzeit sollte doch schon mehr hier drin los sein. Auch wenn es nur ein kleiner Testladen ist, theoretisch. Aber ja. Forschungsbaum. Ich forsche im Moment nichts, da die Dings fertig ist. Okay. Es geht mir alles relativ schnell, muss ich sagen. Weil ich keinen großen Plan habe, wie ich das alles hier auf die Map verteilen soll, bauen darf, möchte. Wir könnten den nächsten Laden jetzt aufmachen, der jetzt eben nur Lebensmittel verkauft. Das mit der Toilette ist natürlich jetzt ein bisschen mistig, dass sie jetzt alle auch hier rüber rennen müssten auf Toilette. Aber ich sehe, die Kassen sind eigentlich relativ gut besetzt. Das Geld macht jetzt wieder einen Aufschwung. Das ist sehr, sehr nice. Das sehr erfreut mich. Was tue ich denn jetzt? Das ist eine, so, die Alkohollizenz. Ja, da können wir vielleicht einen Saufladen jetzt eröffnen als nächstes. Und den Kleiderladen vielleicht auch ein bisschen ausbauen. Obwohl, warum habe ich den jetzt so groß gebaut? Also, ich kann mal, glaube ich, dann später noch eine Trennwand reinbauen. Hier eben den riesen Parkplatz nach und nach und hier dann irgendwie so ein riesen Geschäft, Gedönse oder sowas. Aber dafür brauchen wir das Geld. Das ist die Sache. Und ich würde auch mal sagen, der Part ist wieder vorbei. Es hat mir wieder Spaß gemacht zu spielen, muss ich sagen. Macht die immer wieder Spaß.
Wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, klickt noch nach oben da. Wenn ich einen Daumen runter schreibe, in den Kommentaren, ob ihr noch mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn es wird. Ciao, ciao.